glaube nicht. Ich glaube nicht, aber irgendwas fällt mir schon ein. Ansonsten mache ich morgen mal eine Umfrage. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Continue. Da. Ach, schön. Oh, ihr seid ja schon fertig mit Kochen. Es war so lecker. Boah, ja. Gekocht, gegessen und Päuschen gemacht. Was machen deine Haare? Ich glaube, ich muss erstmal hier so ein bisschen rumsuchen, ne? Und, sag, hat's funktioniert? Haben sie es so gemacht, wie du das haben wolltest, oder? Oder? Eine königliche Frisur und Farbe. Mm. Ja! Sehr geil. Ah, es ist so genial. Ich bin so sehr gespannt. Tja, Madame. Ich bin so gespannt. Darauf erstmal eine Prügelei. So, das muss ich mal ein bisschen kleiner machen. Boah, das ist extrem laut, ne? Zoom ein bisschen. Ich glaube, das Kämpfen ist wirklich extrem laut. Did she ban a real estate or not? Time to ask around. Okay, also wir müssen erstmal so ein bisschen was über die Real Estate rauskriegen. Oh, da sind schon wieder welche. Hä? Menim Breku. Also das Kämpfen macht echt viel Spaß. Das finde ich richtig cool. Au! Isuka! Shine! Ach, ist das schön. Also, wir müssen so ein bisschen rumfragen. Die Frage ist jetzt, wo? So, müssen wir in die Läden reingehen, oder? Oh, schon wieder Mann im Breku. Hallo, Zombie. Ja, alles fit. Übrigens, die Frage des Tages. Wenn ihr was Süßes esst, kann es auch eine Hauptspeise sein? Also sowas wie Milchreis, Grießbrei, Eierkuchen. Ich kann sie auch mit dem Fahrrad verprügeln, ne? Los, mach sie platt! Gestern Borderlands 2, es ist so toll, hab ich doch gesagt. Borderlands 2, also Borderlands 3 ist auch sehr, sehr gut. Ich mag Borderlands 3 sehr, sehr gerne. Aber Borderlands 2, da kommt einfach nichts ran. Oh, oh. Wie viel Kohle habe ich denn? Ah, ich kann mir eine neue Ability kaufen. 30.000. 30 Millionen, 30 Millionen. So viel habe ich nicht da. Und dann kann ich es probieren, den Großen da kaputt zu hauen, weil ich habe nicht so viel Geld, was ich verlieren kann. Pudding als Dessert ist okay, aber keine Hauptspeise. Hey, you. Yeah, that guy from before, the one who picks fights with innocent passerby. You heard about me? That makes it easier. I'm called Hiroya Igashira, working on becoming the strongest living creature. Okay. Kommt auf die Menge des Puddings an.
Oh ja, Zombie. Ja. Becoming what? Being the strongest man in the world just doesn't cut it. One day I'm going to stand at the apex of all organism. That's awful ambitious for someone who acts like a common thug. Why is the strongest living creature walking around town beating people up for money? Look, going to the gym or any of the regular stuff isn't enough for me. I need special training. Okay. And that costs money. How else am I supposed to pay for it? Geh auf den Strich. Und jetzt erstmal entspannt eine Runde WoW und dir zuhören. Oh. WoW habe ich gestern auch noch ein bisschen gespielt. Ich habe die Hexe jetzt auch auf 120. Ich arbeite gerade an meinem Schurken. Aber der ist erst 79 oder so. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Everyone in Japan comes to spend money here in Kamurocho. So here I am, looking for easy pickings on the streets. Well, you'd better look elsewhere, because I don't feel like donating money to your cause. It's not a voluntary donation, I'm taking it by force. You won't have a single yen left when I'm done with you. Holy shit! Mr. Shakedown! Oh, fuck! Okay. Health boost. Yes. Boo. Ow! Au! Okay, ich glaube, den schaffe ich nicht. Ah, okay. Shin. Das war nix. Das war nix. I've got to admit, you're a tough one. So you get it now? Your money is my money. I'll make better use of it anyhow. This is peanuts. I need real money to get stronger. Looks like I'll have to keep doing this. No, hold on. Give me back my money. Damn. Hit the real deal. I'd better stay out of his way when I'm carrying lots of cash on me. Deswegen hatte ich gerade auch alles erstmal in mich investiert. Fuck my life. Okay, wir haben jetzt keinen einzigen Yen mehr. So, I'm bummed that Cafe Blend closed. All of the sudden, them being open all night as a huge deal. Also pleite. Ja, ausgeraubt. You heard anything about it? Think the guy running the place just skipped town? Nah, they just moved shop. They across the match bowl behind Theater Square. There's a new sign up. Oh, really? But wait, why bother moving if it's only a few blocks away? They got chased off by those guys, Tachibana Real Estate. I hear they didn't leave the guy much choice. Same with all the other tenants in that building. The lot of them either moved shop or just shuttered for good. Whoa, seriously? Well, that's a relief, I guess. I'll have to hit them up behind Theater Square next time. Okay, Theater Square. Lass mich mal gucken. Das ist Park Boulevard, Hotel District, Theater Square, da hinten. Behind Theater Square, behind. Da könnte was sein. Okay. You're lying. Hmm? You're hiding something from me, aren't you? Calm down, Tachan. I am not hiding anything. I'm sorry, but Mina-chan,
I saw inside your purse. It was full of money. That's... There had to be like 200... Okay, 200,000 in there. Mina-chan, your family isn't that rich. What's going on? How dare you poke around in my purse? Ta-chan, you're a jerk. I hate you. Mina-chan, I hate you! Oh, Ta-chan. For a spat between a high school couple, that was pretty raw. Mina-chan. Oi. Hey. Huh? Who are you? Yeah. Nobody special. Ich habe gesiegt! Ich habe gesiegt! Ich bin unbesiegbar! Oh shit. Ja, oh shit. Abgematzt redet mit 44 Zuschauern. Matze! Heute aber wenigstens nicht beim Sport. Hallo, Jalu! Hallo! Heute wenigstens nicht beim Sport erwischt, sondern nur, wie wir ausgeraubt werden. Ratschfreunde fürs Leben! Bayerischer Rebell, hallo, herzlich willkommen und Dankeschön für den Follow. Bayerischer Unterstrich Rebell ist nun ein Küchlein. Ah, was ein Pech, ja. Ich habe noch Muskelkater von gestern, weil ich gestern Liegestütze eingelöst habe. Übrigens, ich muss heute noch 6 Liegestütze machen. Dann habe ich meine Wette eingelöst. Ja, wie oft bist du gestorben? Ist ja nicht so, dass der Hausmeister dir nicht zugeguckt hat. Immer wenn ich durchs Wohnzimmer gegangen bin, war da so, ach, guck mal, der Matze, der spielt schon wieder Green Hell. Sehr gut. Ich habe so Muskelkater hier oben. Ihr habt aber leider... Gestorben? Ja, weiß ich ja nicht. Also ich bin sehr oft gestorben in Green Hell, weil ich mich immer irgendwie vergiftet habe oder mir was gebrochen habe oder mich irgendwas anderes getötet hat. So ziemlich alles hat mich immer getötet. Story gestern ein paar Mal gestorben. Aber ich finde die Story von Green Hell ist richtig gut. Du weißt schon. Ja, ja. Heute war Achievement-Jagd. Ja, das habe ich irgendwie mitgekriegt. Irgendwas habe ich vorhin mitgekriegt mit Veganern. Und was ich gesehen habe, wo du dich mega erschrocken hast. Also nur Survival. Nur. Das ist auch gut. Oh, ihr habt auch vorhin mein Kochen verpasst. Na toll, danke. Lü, 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 sag ich nur. Maler Ingo, da, 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 da. Ne? Mehr sag ich nicht. wir haben heute übrigens Apfelstrudel gekocht. Also gebacken, gemacht. Was sagt man denn dazu? Kochen ist das ja nicht wirklich. Backen, backt man Apfelstrudel oder macht man ihn einfach? Teegebäck. Was? Gebacken. Ich wollte schon sagen, Tee gebacken? Was habe ich? Apfelstrudel gekocht. Uff. Ja, also, ich habe einen Apfelstrudel gemacht. Das heißt, ich hatte noch nicht mal Strudelteig, ich hatte Blätterteig, weil der weg musste. Und habe daraus dann Apfelstrudel gemacht. Schieb's in den Backofen, also backen. Ja, ist ja gut. Anders Lost, vielen, vielen Dank für 10 Stunden. Holy shit. Einer der Lurker. Ja. Ansonsten, was machen wir hier? Vielleicht ein ganz kurzes Recap. Der Typ da, das sind wir. Wir heißen Kiryu, sind eigentlich bei den Yakuza gewesen, die diesen Distrikt hier unter Kontrolle haben. Problem ist, man wollte uns einen Mord unterjubeln, den wir aber gar nicht begangen haben. Wir haben den Typen nur krankenhausreif geschlagen, aber wir haben ihn nicht getötet. Daraufhin haben wir rausgekriegt, dass einer derjenigen, der an die Spitze von dem Yakuza-Clan möchte, uns das in die Schuhe schieben wollte, haben ihn auffliegen lassen. Der ist dann unehrenhaft und mit einem Fingerglied weniger entlassen worden, während wir gesagt haben, jo, wir sind dann auch weg. Ja. Und jetzt sind wir gerade dabei zu gucken, was diese komische Real Estate Firma hier so mit den ganzen Sachen macht. Das ist irgendwie, hat mit den Yakuza nichts zu tun.
Ist aber auch nicht so ganz koscher. Ja, so viel dazu. Und wir sind niemand Spezielles, wie man gerade sieht. I overheard you spat and I didn't like what I was hearing. Mhm. Es war auch nicht nett. Der Schüler, der da uns gerade gegenübersteht, hat nämlich von seiner Freundin einfach das Portemonnaie genommen und da mal ein bisschen durchgewühlt und hat festgestellt, dass sie irgendwie 200.000 Yen dabei hat. Meinte nur, ja, deine Eltern sind aber gar nicht so reich. Woher hast du das Geld? So eine Art, gehst du auf den Strich oder was? Yeah. We were really going at it there, huh? I'm sorry if we made you uncomfortable. Das ist so typisch Japan. Oh, tut mir leid, wir haben uns zwar gerade mega gezofft, aber tut mir leid, dass du deswegen ein schlechtes Gefühl hast. That girl, Mina, is my girlfriend. Former? But she's being acting strange lately. Drogen. Strange, how? All of a sudden, she started turning me down a lot. We almost never go out on dates now. Wenn ich mir den so angucke, würde ich mit dem auch nicht auf ein Date gehen. Well, you guys are young. There must be a lot on her mind. Mm-hmm. Sure, if that was all I could understand, but she's also been really throwing a lot of money around lately. And on the rare occasion that we do go on a date, she always wants to go buy Unterwäsche. By the back full. Also sie wollte immer, jedes Mal, wenn sie auf ein Date waren, wollte sie shoppen gehen und Unterwäsche shoppen. Da soll er sich doch freuen. I got suspicious and went through her purse. I found at least 20 10,000 yen notes in it. 200,000. Unless your Mina is from a very wealthy family, that sounds fishy. I worried that Mina-chan is selling herself. Sie geht doch auf den Strich. Selling herself? Wow. Isn't she in high school? Ich glaube, das macht keinen Unterschied. So Escort-Mädchen? Yeah, but wouldn't that explain why she's always loaded in buying new lingerie? Vielleicht wächst sie gerade einfach nur viel und braucht neue Klamotten? That's hard to say. I know! Would you mind checking on up on Mina for me just to find out what she's up to? Nani? What? Why me? Well, if I had to see Mina selling herself, I would scar me... Was? It would scar me for life. Okay. I can understand that, but... Nani? Das ist auch so ein Ultimativwort, das kann man immer... Oder Machi-Deska. Machi und Nani sind so die typischen Worte. Damit kannst du jedes Gespräch einfach mal führen. Machi-Deska. Nani? Hi. Domo. Sumimasen. Das sind so die wichtigsten Worte, die man kennen muss. Und Arigato. Please, I give you some kind of reward. Please find out what Mina-chan is doing. Okay, wir haben eh gerade nichts zu tun. Alright, fine. I'll go check on her. You will? Yeah. I kinda want to know why your girl would be carrying around that kind of cash myself. Oh, man. I hope she's not selling herself to sleazy geezers. Mina-chan hangs out around Senryu Avenue a lot. Please find out what she's up to. Senryu Avenue. Got it. Wo ist denn die Senryu? Shopping Area. Tei Boulevard. Boulevard Theater. Chifuku Hotel District. Park Boulevard. Dahin. Oh Gott. Was ist da? No!
Die ist da hinten, wo diese Erotik-Videoshows stattfinden.